Jo, was geht ab? Da diese Monsternester vor der Stadt aufgetaucht sind, wird es wohl unweigerlich zum Kampf kommen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, eine Strategie zur Aufstellung unserer Kriegerinnen festzulegen? Sollten sie gleichmäßig ausschwärmen oder sich je nach Bedarf an den Toren konzentrieren, an denen Gefahr droht? Was meinst du? Wie sollen wir die Kriegerinnen aufstellen? Ach du Scheiße, jetzt soll ich das hier noch entscheiden oder was? Uff. So. Die Speerkriegerinnen. Speerkrieger sind ja. Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Oh, dieses Kabel! Scheiße! Man ist echt ganz schön verwöhnt, so kabellos. Wenn man kabellos aufgestellt ist. Die Speerkriegerinnen sind ja eigentlich eher so für Stellung halten, denke ich. Sie sollen hier bleiben. Speerkriegerin. Das ist sowas von Bums. Ehrlich jetzt. In Ordnung. Diese Einheit wird am Nordtor die Stellung halten. Na, da bin ich ja gespannt. Die Säbelkriegerinnen, die gehen natürlich zum Westtor, ganz klar. Und die Artillerie, die geht wiederum ans Osttor. Oh. Ich habe keinen Dunst, was ich hier tue. Geil. Ein Gerudo-Bogen. Schön, den nehmen wir mit. Langsam kommen die etwas besseren Waffen hier zum Einsatz. Ritterbogen, Gerudo-Bogen. Naja, so, die Aufstellung, wir machen das jetzt einfach mal so, was soll denn schief gehen? Wenn es schief geht, haben wir Pech gehabt. Na, 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 na. So, Barrikaden. Ich habe Materialien gesammelt, die uns im Kampf hilfreich sein könnten. Du darfst dich gerne bedienen. Und wenn du mir aufträgst, an einem der Tore eine Barrikade zu errichten, werde ich das tun. Wie könnte ich der ehrenvollen Sache am besten dienlich sein? Eine Barrikade errichten, und zwar vom Palast aus gesehen, das Nordtor geradeaus, das Westtor links und das Osttor rechts. Ich kann davon, hört es noch, Barrikaden. Na, das Osttor war das, ne? Da haben wir auch die Artillerie hingestellt. Jo. Barrikade wurde am Osttor aufgebaut. Das sollte die Gegner eine Zeit lang aufhalten. Sehr schön. So, Materialien. Ich habe Waffen sowie Materialien für ihre Stärkung besorgt. Außerdem Proviant und ein klein wenig für die Kriegskasse. Ferner ein paar der seltenen Kapseln, die Kriegerinnen von der Patrouille mitgebracht haben. Ach, und eines noch, nur für den Fall der Fälle. Wenn dir nach Ausbruch der Schlacht der Bogen bricht oder die Pfeile ausgehen, kann ich dir Ersatz geben. Das ist gut. Sehr wohl. Solltest du noch etwas brauchen, zögere nicht, mich anzusprechen. Darf ich das hier alles nehmen jetzt? Was haben wir denn hier? Ein Pfosten. Einen vollen Pfosten. Ein Flammenwerfer und ein Spiegel. Alles klar, Mini. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao, ciao. Ein schönes Wochenende. Ja, ebenso. Dankeschön. So, hier. Alles aufnehmen. Nehmen wir alles mit. Bam, bam, bam. Ach, schön alles geplündert. Oh, hier ist ja wirklich übelst viel. Ein Gerudo-Schild. Na dann schmeißt das Goshin-Schild weg. Gerudo-Messer. Gerudo-Zweihänder. Was ist denn hier los? Gibt's ja alles. Gerudo Zweihänder. Dann schmeißen wir das Reiseschwert weg. Nimm den mal mit. Nochmal einen Bogen, Pfeile, Truhen. Kann ich das jetzt alles plündern hier? Elektro-Exalfasshorn. Das ist natürlich geil. Mit einer Elektrowaffe.
Und noch ein Topaz. Jawohl, ja. Geil. Das finde ich gut. Was liegt hier rum? Das kann ich nicht aufnehmen. Okay. Gut, na, hätte er sein können. Gut, dann können wir eigentlich loslegen, oder? Können wir nochmal kurz was basteln, wenn wir wollen. Mal hier zum Beispiel diesen Exalfos-Dingsbums. Elektro-Exalfos. Leg mal auf den Boden. Den können wir hier dran basteln. Zack. Jawohl. Sehr schön. Okay. Das ist geil. Was haben wir noch? Ein Topas-Schwert habe ich ja auch. Ja, das wird schon so passen, oder? Sieht doch erstmal ganz gut aus. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Wir nehmen noch den Gerudo-Bogen. So, und dann speichern wir einmal ab. Per Hand. So, möchtest du etwas fragen? Nein, keine Fragen. So, sind die Kampfvorbereitungen abgeschlossen? Ja, wir sind bereit. Okay, dann geht's jetzt los, Leute. Na, na, na. Was los? Link. Was denn? Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... So, jetzt geht's erstmal los, Babe. Hallo. Eure Majestät, eine große Anzahl Gyptos bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal. Erst ist Wichtigeres zu tun. Erstmal die Dinger kaputt machen, ne? Genau. Neun überall, hä? Waren an jeder Stelle neun? Ich glaube. Villa, Sie haben die Stadt vollständig umringt. Kein Grund zu verzagen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um Sie und Ihre Nester allesamt auszulöschen. Okay. Auf, Schwestern, die Schlacht beginnt. Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo! Link, Kriegerin! Der Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Monster vor der Stadt! Verstärkt die Verteidigung an den Toren! Do you come with me, Der Feind please? kommt aus dem Nest am Osttor! Zum Angriff! Jetzt gehe ich erstmal zum Westtor. Na komm. Feindkontakt auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Dieses Nest wird keine Gyptos mehr hervorbringen. Der Feind nähert Sehr sich gut. dem Zentrum der Auf Stadt. zum nächsten. Zum Ja, Schlussangriff. nicht mehr lange. Los geht's. Aus dem Nest am Osttor kommen fliegende Gegner direkt auf uns zu. Fliegende Gegner? Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpft! Fliegende Gegner am nördlichen Nest. Sie dürfen nicht in die Stadt gelangen. Jetzt machen wir erstmal das eine hier fertig, ne? Bevor wir schon wieder zu den fliegenden Gegnern woanders hingehen.
immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Na komm, lad dich auf. Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Sind die auch kaputt gegangen unten? Warte, hier lebt noch einer. Nice. Und ab zum Osttor. Hier vorne sind sie ja schon. Heieiei, hier sind sie ja schon. Upsi. Sehr schön, sehr schön. Ein Gyptoflügel. Ein grell im Licht schimmernder Flügel an einer Waffe oder einem Pfeil befestigt, erhöht er deren Flugweite. Außerdem kann er mit Kleingetier zur Medizin gedingst werden. Okay. Wir brauchen einen neuen Bogen. Reicht eigentlich der hier? Nice. Die Nester sind zerstört. Bereiten wir den sehr gut. Gibt uns in der Stadt ein Ende. Sehr schön. Haben wir noch welche irgendwo? Schießt sie immer noch? Gibt es hier dann noch welche? Hier ist doch gar nichts mehr, oder? Irgendwo scheinen auch welche zu sein. Ich weiß aber nicht wo. Nice. That's it. Woo! Ich bin der Größte. Der Allergrößte. Jo. Ja, warte. Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gyptonester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Gyptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugt haben? Und noch was will mir nicht aus dem Kopf. Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. Mach ich. Warte, da hüpp ich hier, Kleinei. Nein, gehupt. So und so. Hallo. So. Link, gut, dass du hier bist. Bitte, sieh dir dieses Wandbild an. Wir Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt. Genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Ist das eigentlich schon dunkel? Nee, wie spät ist denn das? Um 9. Da steht, hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir diese rätselhafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten. Und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Rote Säulen und Licht. Hä? Rote Säulen und Licht? Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze.
Naja, Mensch, ich habe den Schrein noch gar nicht gemacht. Ja, ist ja gut, dass wir mal drüber geredet haben. Da habe ich ja gestern aufgehört. Ich habe auch noch gesagt, den Schrein machen wir gleich zu Beginn des nächsten Streams. Schade, Schokolade. Nächstes Mal wieder, ne? Wir machen den natürlich jetzt. Noch schnell den Schrein machen und noch einen Ausdauercontainer geholt. Rein da. Und als nächstes gucken wir uns dann an, wo wir hin müssen. Wir finden das schon. Vielleicht. Vergrabenes Licht. Tja, vergrabenes Licht. Ja genau, den da wollte ich haben. Upsi. Das Schöne hier in den Sonau Schreien ist, dass wir keine Batterien benötigen. Aha. Was ist da drin? Kleiner Schlüssel. Der dann wohl für hier ist. Haha. Okay, ich glaube, es wäre zu krass. Ich meine, man muss es ja nicht übertreiben, ne? Schlupp. So, jetzt soll ich... Da hat mich wieder einer entdeckt, okay. Hey. Jetzt hört's halt auf. Meine Fresse. Kannst ja mich hier nicht einfach dingsen. Da ist doch garantiert noch eine Kiste drunter, oder? So. Kann ich sogar so durchlaufen. Siehst du mal. Einmal. Zweimal. Okay. Ventilatorfächer. Der ist auch ziemlich geil. Ein Ventilatorfächer. Ich glaube, will ich den haben? Xalfos-Klinge. Den tun wir mal runter. Machen das mal folgendermaßen. Pass auf. Den. Das Sonanium-Schwert, das will ich erstmal wieder pur haben. Pur, klingt auch gut. So, und da basteln wir jetzt natürlich was Schönes dran. Irgendwas Schönes. Naja, das, mir bleibt im Endeffekt, wenn ich irgendwas Sonanium-mäßiges machen will, bleibt mir nur das. Aber besser als nichts, oder? Sieht doch schon ganz gut aus. Ah. So. Gut. Als nächstes. Sind alle schon mal benutzt hier, ne? Die ganzen
ganzen Dinger. Nee, du sollst den eigentlich nur hochnehmen. Okay. Sehr schön. Oh. Kriege ich den hier hoch? Nee, kriege ich nicht. Das ist aber nicht so schön. Denn das bewegt sich nicht ohne diese... ohne den Sonanium-Fächer. Können wir mal probieren. Okay. Hätte ja sein können, dass das klappt. Pass auf, jetzt muss ich mir was überlegen. Muss ich mir mal was überlegen. Und zwar kommst du mal noch mit. Könnte jetzt vielleicht sogar reichen. Nee, es reicht immer noch nicht. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Ich brauche hier so einen blöden Sonanium-Fächer. Okay. Den muss ich hier hochbekommen. Aber wie denn? Weil so bringe ich ihn ja auch nicht hoch. Muss noch mal kurz gucken. Ob es noch irgendwas da draußen gibt, was ich übersehen habe. Kann ja durchaus sein. Hier kann ich auf jeden Fall hoch. Schwuppdiwupp. Hallihallo. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Licht. Nichts. Und nochmal nichts. Okay, na, das ist ja nicht schlimm. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich das Ding wahrscheinlich hier reinlegen oder so, schätze ich mal. So. Das Ding kann ich nicht zufällig irgendwie mitnehmen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Muss ich irgendwas noch finden, damit ich hier durchkomme? What? Wieso unterbricht denn das? Hä? Wieso funktioniert denn das nicht? So, rein da. Muss ich nochmal rüber. Weiß noch nicht so richtig, warum das jetzt noch nicht geklappt hat. Das scheint hier auf den Boden. Soll es eigentlich nicht tun.
Nee. Nee, das ist zu kompliziert, denke ich. Scheint wieder ein bisschen zu weit hoch. Wieder. Ich sehe halt nichts, ne? Das ist mein Problem. Und so ist es aber zu hoch. Es sei denn, ich kann es irgendwie einfangen. Nee, kann ich nicht. Ich will bloß mal was probieren, ob es irgendwie so funktioniert. Du Scheiße. Könntest du das mal bitte nicht so... rumstehen lassen und so? So. Nee. So wird's nichts, weil da... Achso, warte mal. Ich hab's, glaube ich, falsch gemacht, ne? Ich will eigentlich das Ding... als Auflage haben. Damit's eben nicht kippelt. Dann hat es aber falsch rum. So, vielleicht, das sieht erstmal nicht so schlecht aus. Schön getrickst. Feinstens getrickst. So, dann brauchen wir noch das Ding. Und müssen mit dem doch nur da oben reinscheinen, oder? Hallo? Das geht noch nicht. But why? Ach ja, ich glaube, so doof ist das noch gar nicht, was ich hier tue, oder? Jetzt ist die Frage, ob es offen bleibt, wenn ich es wieder rausnehme. Ja, macht's. Jetzt nehmen wir das Ding mal noch mit. Jetzt nehmen wir das Ding mal noch mit. Jetzt sag mir bitte, dass ich das Ding anvisieren kann. Immer noch nicht? Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wie hoch muss ich denn das bauen? Es ist garantiert irgendwie total einfach, das da hochzubringen. Und ich raff's bloß schon wieder nicht mehr. 100 Pro. What the? Ich kann ja hier auch keine Sonau-Sachen basteln, genau. Die sind hier ausgestellt. Und ansonsten, was habe ich denn noch für eine Möglichkeit? Nee. Ah. Nee, geht auch nicht. Doch, geht. Mit so einer Waffe.
Shit. Mit so einer Waffe. Na klar. Pass auf, Exalfos-Klinge, die... Trennen wir mal auf. Und... Den schmeißen wir hierher. Wählen unsere schöne Exalfos-Klinge aus. Ne, das Reiseschwert passt ja. Wie ging das nochmal... Es war auch noch vorgebaut, ne? Es war vorgebaut. Und ich habe es auseinandergenommen, weil ich dachte, oh geil, brauche ich. So, pass auf. Weg das Ding. Achso. Natürlich interessant. Nehmen wir trotzdem nicht mit. Will ich nicht haben. Ich laufe so weiter. Haben wir alles in dem Schrein? Ja. Es war nicht schwer, ich habe bloß kurz gebraucht, um drauf zu kommen. Naja. Wie es halt immer so ist. So, jetzt muss ich mir mal die Heizung ein bisschen anmachen. Mir wird nämlich kühl. Cool.